So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und irgendwie, da ist der Hannes und der Ismo, die sind schon weitergelaufen. Und ich will euch kurz eine kleine Geschichte erzählen. Ne? Ihr habt doch bestimmt schon mal einen Film geschaut. Irgendwie in jedem Film ist irgendwie so ein Zeitungsautomat, so eine Zeitungsbox. Also sowas ähnliches hier. Und ich kenne das nur aus Filmen, dass die Leute da hingehen, packen da Geld rein, damit sie sich eine Zeitung holen können. Und ich habe mich schon immer gewundert, wenn so eine Zeitung, sagen wir mal, 1 Euro kostet und du packst da 1 Euro rein, kannst das aber aufmachen. Wie wollen die denn sicherstellen, dass du wirklich nur eine Zeitung nimmst für 1 Euro und nicht einfach den ganzen Bündel mitnimmst? Kannst du nicht sicherstellen. Hier ist es sogar ganz anders. Hier kannst du das einfach aufmachen und kannst von Haus aus den ganzen Bündel mitnehmen. Und sie verlassen sich drauf, dass du danach freiwillig hier das noch bezahlst. Danke für die ehrliche Bezahlung ihrer Zeitung. Montag bis Freitag 1 Euro, Samstag 1,20 Euro. Ich finde das so genial, beziehungsweise schockiert mich das eigentlich sogar ein bisschen, weil woanders musst du bezahlen, darfst dann da ran und manche nehmen dann mehr, als sie eigentlich bezahlt haben. Hier kannst du einfach ran, wie du möchtest und sie vertrauen drauf, dass du dann bezahlst. Habt ihr sowas schon gesehen? Gibt es das bei euch auch in der Stadt? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Übrigens haben wir den ganzen Tag darauf heute gewartet, dass irgendwann mal ein Raid aufgeht. Aber es ist immer das aufgegangen, was wir nicht wollten. Deswegen sind wir jetzt auf dem Weg zum 1/5er Raid, den wir heute gesehen haben, was leider ein Registier geworden ist. Aber was wir bei dem Registier-Raid machen wollen, sage ich euch gleich. Ich möchte nämlich meinen Megadex vervollständigen. Und die zwei sind auch dabei. Wir melden uns also gleich zurück, wenn wir am Raid angekommen sind. So, vergesst alles, was ich eben gesagt habe. Es ist schon wieder komplett anders. Denn eigentlich hatte ich vor, hier irgendwie Mega-Entwicklung, Mega-Lamus zu machen. Männlich, weiblich, shiny, sonst was für den Pokédex-Eintrag. Aber wir sind das erste Mal in München. Das heißt, wir müssen auch das erste Mal einen Raid in München machen, das Video so nennen. Und es ist komplett egal, was wir machen. Wir raiden jetzt einfach dieses Registier hier weg. Guckt euch die Bekloppten an. Die hängen hier am Tisch. Da ist der Ismo, der ist schon übelst gespannt mit seinen 3 Handys. Der Hannes ist am Start mit seinen 4 Handys. Das hat keine Lust, das geht nicht rein. Da sind die Biers. Und ich habe hier noch das. Eigentlich wollte ich das noch beim ISWO hinlegen, dass der 4 hat, der 4 und ich dann hier das. Das wäre übelst genial gewesen. Ja, da bringt schon wieder München. Nein, deswegen, wir machen jetzt das Registier. Ihr könnt also jetzt die Pässe einwerfen. Und ja, wir sind immer noch vorm Rewe. Wir schmeißen jetzt hier den freien Pass rein. Wir haben heute nämlich noch gar nichts gemacht. Den ganzen Tag gewartet. Sollen wir das jetzt reinmachen? Dann? Alles rein, alles rein. Jetzt sind nur noch 8 Sekunden da. Ja, alles rein. Hä? Ach, der Ramdu schon wieder. Der Ismo ist noch gar nicht drin. Dann geht halt noch mal raus. Nein! Ihr müsst auch alle an einem Strick ziehen, sonst wird das halt nichts. Ist das los oder was? Ja, ich bin jetzt wieder raus, bis ihr alle gleichzeitig seid. Jetzt ist der Ismo drin und der Ramdusch ist noch draußen. Das ist ein bisschen kompliziert, sehe ich gerade. 100 Sekunden, das sieht gut aus. Vielleicht wird das ja heute doch noch was. Ach komm, leck mich doch am Ärmel. Was machst du da? Ramdusch, was machst du denn? Du musst doch nur jedem einmal raus und dann war's das. Nochmal raus und dann wieder rein. Noch 80 Sekunden. Der erste Raid in München klappt auf jeden Fall bombastisch. Eigentlich wollten wir heute einen Galafleckmon machen, weil mir das noch fehlt. Ich habe bisher noch gar keinen gemacht. Ist keins aufgetaucht. Alle einer, die aufgegangen sind, waren dann entweder Shinux oder Slimer. Alle drin? Alle drin. Ich sehe hier 6, 8, noch 60 Sekunden. Also Alola Slimer oder Shinux sind die ganze Zeit aus den Einern gekommen. Das wurde mit Fleckmon leider nix. Dann habe ich gesagt, wenn ein Fünfer aufgeht, nehmen wir den mit, mache ich Mega-Entwicklung. Ging kein Fünfer auf. Ist das dein Handy?
Wenn ein Letterking aufgeht, mache ich Solo Letterking und entwickle gleich mein 100% Letterking, ziehe es auf Level 50 hoch. Ist auch nicht gewesen. Dreier kam nur ein Toxiquark raus oder irgendwas. Wir können mal ganz kurz gucken, wer jetzt hier drin ist. Wir haben Ivar Kids, typisch Andy, Elisa Huhn, das ist der Iswo. Ivar Mild, Ivar Bekannt, Ram Dusch, Ivar Scharf. Ram Dusch, genau, das bist doch du. Wir müssen da mal ein bisschen aufsteigen. Wieso bist du überhaupt mit zwei Accounts drin? Hä? Spielst du nicht nur mit einem Handy? Nein, ich spiele mit meinem Zeitaccount auch drin. Wo denn? Da. Ist es dein Handy? Hä? Ich check gar nichts mehr. Aber ich. Echt? Ja. Okay, Rams ist der Dicke, ist auch am Start, sonst was. Hm. Ich habe auch noch einen zweiten. Jetzt habe ich natürlich kein Team gewählt. Normalerweise Registeel, Stahl-Pokémon. Nehmt am besten Kampf-Pokémon, ja? Es geht los. Oder wenigstens Feuer-Pokémon. Ich drück doch. Das ist doch nicht geladen, Mann. Das macht doch gar nichts. Ich kann euch aber zeigen, wie ihr da drückt. Nee, drück mal lieber bei dir jetzt. Ja, ich drück doch bei mir. Guck, drücken alle wie verrückt. Guckt sie euch an. Ich bin der Einzige wieder, der mit Ton spielt. Also normalerweise Registeel, Kampf-Pokémon, Feuer-Pokémon. Heatran ist jetzt nicht unbedingt der beste Counter. Trotzdem hat es komischerweise jetzt Heatran vorne reingenommen. Hättet ihr jetzt auch einen Mega Glurak entwickeln können, Y. Das ist auf jeden Fall ein richtig krasser Feuerangreifer. Lavados geht natürlich auch gut als Feuerangreifer. Ist natürlich doof, dass das eine Handy jetzt nicht ging, sonst hätte ich die Interaktion mit dem anderen Account auch noch gehabt. So musste halt wegbleiben, muss ich wieder ein Pokémon tauschen oder irgendwas. Generell muss ich sowieso heute ein Pokémon tauschen. Ich muss noch meine Eviltal alle weggeben. Über 100 Kilometer für die XL-Bonbons, dass ich meinen 100er hochziehen kann. Habe aber, glaube ich, auch noch zwei Glückstrades, Lucky Trades am Start. Was ist da los? Ich höre immer zu hier unten irgendwelches Schlauchgebimmel, was da hinten rumfliegt. Wir nehmen ihn jetzt mit. Vielleicht ist ja trotzdem ein 100er dabei. Vielleicht ist es ein Shiny, vielleicht ist es irgendwas. Sag mal, Iswo, hast du überhaupt schon einen Registeel? Ja, aber ein Regi Eis fehlt mir. Hast du auch einen Shiny Registeel? Nee, das braucht man nicht. Hat der Hannes einen Shiny Registeel? Ja. Ich habe von den dreien alle drei in Shiny. So muss man es machen. Wie der Polu, der hat auch alles in Shiny. Und in Regi Eis habe ich drei, glaube ich, sogar in Shiny. Habe ich drei als 100er in Shiny? Egal, wir machen das heute alles anders. Morgen ist natürlich ein anderer Tag. Morgen ist nicht der erste Tag, morgen ist der zweite Tag. Das heißt, wir kommen nicht erst um 13, 14 Uhr an. Wir haben mehr Zeit, wir können eher in die Stadt, können dann mal gucken nach einem Fünfer, nach einem Einer, nach einem Dreier, nach sonst was, haben bessere Zeit zu planen. Deswegen heute einfach nur komplett sinnloses Video. Mein erster Raid in München zusammen mit den komischen Oschis, die hier drüben rumstehen. Ja, wir drücken hier und du machst nichts da. Drück doch auch mal jetzt. Ja, ich drück doch da. Ja, zeig dich doch auch mal, wie du drückst. Ja, guck, ich drück doch da. Wo denn? Ja, guck, ich hab's nicht gesehen. Doch da. Mach eine Nahaufnahme. Ist er zufrieden? Jo. Ich dachte, er steht hinter mir. Nee, da wird mal wieder nur gedisst. Gesagt? Ich dachte, du stehst da drüben am Rand. Weiß jemand den 100er Wert? Jetzt 1:1 live, 1000 Antworten. 13,98 oder so ist es, glaube ich. Also kurz vor 14. 18. Es ist kein Shiny. 13,74 ist eigentlich ganz vernünftig. Iswo, was hast du so? Ja, ich muss jetzt erstmal deine Telefone hier bedienen. Das ist auf jeden Fall, das ist kein Shiny, ne? Das ist... auch kein Shiny, ne? Jetzt warte erstmal eins nach dem anderen. So, jetzt. 65, 44, 63. Auf meinem Kleinen habe ich sogar einen 97er bekommen. Hä, hey, warum ist das hier gelb? 97, ihr wisst. 97, das sind die, wir wollen es nicht aussprechen, Spieler, egal. Wir stellen euch jetzt mal ins Gebüsch. Ich habe hier nämlich was gefunden am Rand. Da können wir euch nämlich hier reinstellen. Ach du Scheiße. Und können hier vorne fangen. Das sieht bestimmt jetzt richtig komisch aus, durch die Brennnesseln. Ich finde Registeel immer noch richtig genial zum Fangen. Das fliegt nicht nach links, das fliegt nicht nach rechts, das hüpft ab und zu mal nach oben. Es greift öfters an. Der Kreis ist eigentlich relativ groß, für einfach fabelhaft.
Das heißt, ihr könnt jederzeit werfen und trefft trotzdem einfach fabelhaft. Guckt euch das an, wie genial das aussieht. Mitten in den Brennnesseln. Eins, zwei. So, ein Regi-Stil aus München zum Mitnehmen, bitte. Jetzt haben wir natürlich nicht in den Kreis getroffen. Und ich bin so froh, dass es nicht mehr regnet. Vorhin, das war so ein Sauwetter. Das werde ich aber als Intro für ein anderes Video nehmen, um euch das mal zu zeigen. Vorhin hat es sowas von dermaßen gehagelt. Das ging auf keine Kuhhaut. Der nächste einfach fabelhafte Wurf. 36% Akku noch. Der muss jetzt drin bleiben. Komm, Regi. Reg dich nicht auf. Immer werfen, wenn der angrifft. Beste, was ihr machen könnt. Seht ihr mich überhaupt noch? Oder seht ihr nur noch schwarze Umrisse? Das kann auch sein. Wir warten wieder, bis er angreift. Er hüpft. Und wenn er angreift, curvt ihr ungefähr so. Lasst los. Und dann geht er automatisch wieder in den einfach fabelhaften Wurf rein. Er kann gar nichts anderes machen, weil ihr den Fangtrick benutzt. Und jetzt ist er auch drin. So einfach fängt man Regi Stil. Wir können ihn auch kurz mal bewerten. Ist der erste Fang des Tages heute, glaube ich. Nee, oder auch nicht. 15, 13, 12 in der Nähe von München, Bayern. Mein erster Raid in München. Richtig genial. Und habt ihr euer Zeug gefangen? Wollt ihr überhaupt was fangen? Wollen wir nach Hause gehen? Wollen wir flüchten? Auf dem kleinen habe ich ihn. Hier ist immer noch Anmeldung fehlgeschlagen. Keine Ahnung, was mit dem nicht stimmt. Der geht normalerweise immer. Heute geht gar nichts. Lass mal einfach so, wie es ist. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Euer Hannes. Euer Iswo. Habe die Ehre. Ciao. Ich glaube, der Iswo hätte sich über ein Regi Eis oder Regi Rock mehr gefreut. Wir gucken mal, dass wir demnächst noch einen Regi Eis herzaubern, damit der Iswo auch was davon hat. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.